Da soll es ja um die Allah Nahestehenden gehen, um die Frage von Wilaya ja im engeren Sinne. Dazu folgendes: Das Konzept von Wilaya im ehrenwerten Koran und auch allgemein in der islamischen Auffassung und Theologie ist ein sehr wichtiges, denn hier geht es darum, wie man sich Allah annähern kann. Entscheidend ist auch, welche Rolle diejenigen innehaben, die sich Allah erfolgreich auf eine bestimmte Weise angenähert haben. Dazu gibt es mehrere Bereiche. Zum einen die allgemeine theologische Auffassung, zweitens eine spezielle Definition, wie sie bei vielen sufistischen Gruppen üblich ist und wie sie auch in der islamischen Tradition sich durchgesetzt hat. Und drittens die Gegenüberstellung zwischen denjenigen, die Allah nahestehen im Sinne der Awliyaullah und denjenigen, die man die Salihin und so weiter nennt. Das heißt, der Vergleich mit besonderen Gruppen, die durch Frömmigkeit oder durch besondere Handlungsweisen im islamischen Sinne herausragen.